Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls es sich bei der Gruppe an jungen Menschen mit sportlicher Kleidung und Russia-Hemden dort um junge Russen handelt, gratuliere ich herzlich zum ersten Tor der WM. Das haben die Russen vor wenigen Minuten geschossen, wie ich gesehen habe. Schön, dass Sie oder ihr uns heute zuhört. Ja, als Sport- und Außenpolitiker freut es mich natürlich, dass wir heute nicht nur das Eröffnungsspiel erleben, sondern die Gelegenheit nutzen, mindestens mal über die Situation in Russland und die Verantwortung von Russland in der Welt zu sprechen und zweitens natürlich auch uns mit sportlichen Großereignissen und den Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Und wenn wir über die Menschenrechte und die Situation in Russland sprechen, dann eint uns weitestgehend, ich hatte den Eindruck, auf der linken und rechten Seite ist das etwas weniger ausgeprägt, aber den Rest des Hauses, dass wir natürlich einen solchen Tag auch nutzen. Es wäre ja auch schlimm, wenn wir das in einem demokratisch gewählten Parlament nicht täten und darauf hinweisen, dass wir mit der Rechtsstaatlichkeit, dass wir mit den Menschenrechten, dass wir mit der Presse- und Versammlungsfreiheit in Russland nicht einverstanden sind. Und was sollen eigentlich russische Journalisten denken, wenn nicht einmal ein deutscher Journalist ohne Angst einreisen kann und wenn man selbst bei einem deutschen Journalisten die Sorge haben muss, dass er dort verfolgt und weggesperrt wird? Was sollen eigentlich Berichterstatter in Russland denken? Was sollen Zehntausende von Journalisten in den nächsten Wochen schreiben, wenn sie befürchten müssen, von russischen Staatsbehörden, von Organen der Sicherheitskräfte dort möglicherweise eingesperrt oder verhört zu werden? Insofern ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit im Rahmen eines solchen Großereignisses, wo wir auch von der FIFA sehr, sehr klare Antworten erwarten und erwarten, dass sie sehr präzise aufpasst, dass es an dieser Stelle in Russland kein Zurückweichen gibt. Zweitens, wir kritisieren natürlich in diesem Zusammenhang, übrigens wie auch in Katar, dass die Rechte der Arbeiter beim Bau der Sportstätten missachtet wurden, dass es dort Verstöße gegen international übliche Arbeitsbedingungen gab und dass das auch während der Fußballweltmeisterschaft in Russland offenbar stattfindet. Auch hier fordern wir von der FIFA, dass sie klar hinschaut und Standards, die wir weltweit einfordern, auch in Russland einfordert. Das ist ein Recht auch der demokratischen Parlamente. Vielen Dank für den Beifall, Frau Roth. Wir haben eines fairerweise zu attestieren. Es ist heute noch gar nicht erwähnt worden, obwohl ich einer der letzten Redner bin. Die Vergabe nach Russland erfolgte 2010. Das heißt, zumindest die außenpolitische Situation damals war eine andere und die Hoffnung war, dass man vielleicht mit dieser Vergabe auch Entwicklungen in Russland anstoßen kann. Es gab damals keine Annexion der Krim, es gab keine Auseinandersetzung Donbass, es gab keinen Giftanschlag in Großbritannien, es gab übrigens auch keine Dopingvorwürfe, zumindest keine in der Größenordnung, wie wir sie heute kennen, und es gab auch keine Giftgas-Toten in Syrien. Insofern bei aller Kritik an der FIFA sollten wir das zumindest heute erwähnen. Es lehrt uns aber eins, dass man im Moment der Vergabe offenkundig präziser formulieren muss, welche Erwartungen man an einen Gastgeber von sportlichen Großereignissen stellt. Ich will das nutzen und über sportliche Großereignisse doch ein paar Worte verlieren. Eben hat die Kollegin der FDP gesagt, sie will, dass Ereignisse nur noch dahin gehen, wo all diese Standards gelten. Liebe Kollegin, uns eint das Ziel. Das führt natürlich dazu, dass wir weitestgehend solche Großereignisse fast nur noch in Europa stattfinden lassen können. Ich glaube, das wird und kann nicht unsere politische Antwort sein. Insofern müssen wir dafür sorgen, dass in demokratischen Ländern die Bereitschaft für die Bewerbung um sportliche Großereignisse zunimmt. Das setzt übrigens auch Veränderungen bei FIFA, bei UEFA, beim IOC voraus. Transparenz in der Vergabe, keine Korruption im Rahmen der Bewerbungsvergabe, klar nachvollziehbares Stimmverhalten. Das setzt übrigens auch Rahmenbedingungen voraus, dass die Sportstätten danach keine Ruinen sind. Sochi und Brasilien lassen grüßen, dass die Sportstätten danach und übrigens auch das, was daneben stattfindet, für den Breitensport, für den Jugendsport, für den Vereinssport im Land zur Verfügung steht und dafür auch genutzt werden kann. Insofern ist auch das etwas, was heute zu Recht an einem solchen Tag diskutiert wird. Ich will gar nicht so viel zur AfD sagen. Ich muss Ihnen nur sagen, Herr König, auch wenn Sie als König über das Kaiserreich reden, sich nur über die Türkei hier auszulassen, über die Frage auszulassen,
ob Gündogan und Özil sich richtig verhalten haben. Dann zu sagen, Russland hat das Recht auf eigene Meinung. Und nicht ein Wort zu sagen zu Toten in der Ukraine, nicht ein Wort zu sagen zu Kindern, die mit Giftgasanschlägen in Russland, in Syrien unter russischer Aufsicht sterben, nicht ein Wort darüber zu verlieren, dass Doping nicht in Ordnung ist, nicht ein Wort über die Anschläge von England zu verlieren. Das zeigt dann schon, wessen Geistes Kind Sie sind. Für Sie mag vieles ein Vogelschiss der Geschichte sein. Ich sage Ihnen nur eins, die 300 Menschen, die in der Maschine saßen, die von russischen Raketen runtergeschossen wurde, vom Himmel über der Ukraine, hätten auch gerne heute dieses Eröffnungsspiel gesehen. Und auch darüber sollten Sie wenigstens ein Wort verlieren. Wenigstens ein Wort verlieren. Nein, Sie drücken, Präsident, weil da eine Wortmeldung war. Wenn ich am rhetorischen Ende bin, dann mache ich das gerne, Herr Präsident, und lasse die Zwischenfrage nicht mehr zu. Ich möchte mit einem Punkt enden, wenn ich das noch darf, nämlich ein Zitat des heute aus der Haft entlassenen russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny. Der hat auf die Frage, ob er Russland die Daumen drückt, wie ich finde, hervorragend geantwortet. Er hat gesagt, ja, er drückt Russland die Daumen, weil Russland mehr ist als Putin. Und das ist vielleicht die Hoffnung, die uns an einem solchen Tag auch alle einen kann. Es wird auch ein Russland nach Putin geben. Und vielleicht leistet die Weltmeisterschaft dazu einen Beitrag, dass es ein freundschaftliches, friedliches und demokratisches Russland wird. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dagmar Freitag für die SPD-Fraktion.